Auf den ersten Blick scheint Monique Le Foulon den Ruhestand einfach nur zu genießen. Sie liebt Spaziergänge im deutsch-französischen Garten und sie strickt gern. Aber sie kümmert sich auch um Menschen, denen es weniger gut geht. An einem ungewöhnlichen Ort, der Saarbrücker Justizvollzugsanstalt Lerchesflur. Jeden Mittwoch kommt sie her, um französische Insassen zu unterstützen, zum Beispiel bei Behördenangelegenheiten, ehrenamtlich. Eine Bescheinigung des französischen Generalkonsulats in Frankfurt verschafft ihr Einlass in diese so ganz andere Welt. Ich finde es sehr wichtig, dass jemand an sie denkt von außen, dass sie auch merken, dass es kümmert sich jemand um sie. Und ich sage immer, wissen Sie, ich bin nicht offiziell, ich komme von draußen und ich möchte Sie nur begleiten während dieser Zeit, wenn Sie es möchten. Und dann irgendwann ist das ganz normal und die freuen sich auch überwiegend, wenn ich komme. Ich hoffe es. Es ist nicht leicht, das Vertrauen der Gefangenen zu gewinnen. Von den französischen Häftlingen, die Monique Le Foulon trifft, wollte sich keiner vor der Kamera äußern. Aber ein deutscher Mithäftling kennt die Situation auf beiden Seiten der Grenze. Ich denke, die Haftbedingungen sind in Deutschland schon besser als in Frankreich. Ne? In Frankreich gibt es viel mehr Gewalt im Gefängnis. Ne? Also sie werden mehr Schlägereien haben unter den Leuten, auch gefährliche Gewalttaten, wo Leute gestochen werden. Halt. Beamte werden in Frankreich fast jeden Tag angegriffen, das gibt es in Deutschland kaum. Dennoch, so berichtet unser Gesprächspartner, möchten einige Franzosen lieber in ihrem Heimatland untergebracht werden. Sie sagen halt, in Frankreich ist es lockerer, ist das Essen besser. Nur hier wird halt mehr für die Resozialisierung getan als in Frankreich. In Frankreich ist einfach nur die Tür zu und fertig halt. Ne? 50 ehrenamtliche Vollzugshelfer bringen ein bisschen Abwechslung in den Anstaltsalltag und helfen bei der Wiedereingliederung. Zum Beispiel mit Sport, Kunst oder wie Monique einfach nur als Gesprächspartner. Ganz wichtig ist dabei die Muttersprache, weiß Pascal Jenal, der Leiter der Lerchesflur. Wenn das jetzt weniger ein gerichtlicher Dolmetscher, sondern ein Vollzugshelfer ist, der sozusagen unterstützend die Haft begleitet, erleben wir schon, dass die Gefangenen sich mehr öffnen, einfach auch besser ausdrücken können und auch das Gefühl haben, das Gegenüber versteht einen besser, jetzt nicht nur im sprachlichen Sinne. Denn manche Häftlinge hier sprechen überhaupt kein Deutsch. Frau Le Foulon ist schon seit einigen Jahren bei uns engagiert, ist auch Mitglied im Anstaltsbeirat, tritt sehr, sehr engagiert für die Interessen der Gefangenen ein, steht aber immer im Austausch mit der Anstaltsleitung, um aber auch die Interessen des Hauses zu berücksichtigen. Und wir würden uns wünschen, wir hätten noch mehr solcher engagierter Vollzugshelfer. Auch vor ihrer Arbeit auf der Lerchesflur hat sich Monique Le Foulon schon viele Jahre ehrenamtlich engagiert und dafür 2011 vom französischen Staat eine Auszeichnung bekommen. Besonders stolz bin ich natürlich auch auf diesen Orden, l'Ordre National du Mérite. Das muss ich natürlich anziehen bei besonderen Anlässen an Feiertagen, militärisch wie 8. Mai, 11. November, 14. Juli und so weiter. Dass Monique Le Foulon sich so stark für Menschen einsetzt, die in gewisser Weise zwischen Deutschland und Frankreich stehen, ist kein Zufall. Sie selbst hat beide Staatsangehörigkeiten. Ihre Eltern haben erlebt, was es heißt, wenn persönliche Geschichte und Weltgeschehen nicht zusammenpassen. Mein Vater war damals Soldat in Paris und meine Mutter stammte bei Paris, haben sich da kennengelernt. Und wie das halt so ist, haben sich verliebt. Und da wurde meine Mutter, bekam dann ein Kind und musste fliehen, denn sonst hätte sie die Haare abgeschnitten bekommen von den Franzosen. Mein Vater wurde dann in der Zwischenzeit von den Amerikanern einkassiert und sie haben sich dann nach dem Krieg nochmal in Saarbrücken getroffen. Und so ist es auch kein Zufall, dass der deutsch-französische Garten einer ihrer Lieblingsorte ist. Ein Park als Begegnungsstätte zwischen Deutschen und Franzosen. Und eine Frau, die auf ihre ganz besondere Weise ihren Beitrag zur deutsch-französischen Verständigung leistet.